Vielen Dank, Sebastian, dass du dir heute die Zeit nimmst. Kannst du uns noch mal kurz etwas zu Meininger Hotels sagen und unseren Hörern vorstellen, was Meininger besonders macht? Genau. Also wir, die Meininger Gruppe, wir sind ein deutsches Hotelunternehmen, ein Hybridunternehmen. Wir sind ein Mix aus Hotel und Hostel. Wir sagen immer, wir haben halt die klassischen Hotelzimmer, ne, mit dem Hotelstandard und bieten aber auch gleichzeitig die Möglichkeit an, als Backpacker uns zu bereisen. Und in den öffentlichen Räumen haben wir halt auch dafür alles geschaffen, dass wir ein Hostel sind. Ne, wir haben halt Kicker, Billardtisch etc. Alles dies vorhanden. Wir haben mittlerweile 29 Hotels in Europa verteilt. In Österreich, Holland, Belgien, genau, und expandieren halt dann jetzt auch weiter Richtung Skandinavien, Helsinki zum Beispiel haben wir ein Projekt und gucken, dass wir uns halt da nach dieser schwierigen Phase dann auch weitergehend dann entwickeln. Genau, wir haben halt wirklich Zimmer von klassischen Einzelzimmern bis hin zu 6-Bett-, 8-Bett-Zimmern, ja, die wir sowohl für Schulgruppen als auch für Backpacker nutzen. Und ich glaube, das macht es halt aus, dass wir so flexibel sind und demzufolge auch ein dementsprechendes sehr gutes Konzept haben, was Meininger den Verkauf betrifft und was uns auch gleichzeitig so besonders macht. Mhm. Du hast gerade erwähnt, ihr habt euer Konzept, was euch besonders macht. Und was spielt digitalen Themen bei euch in der Philosophie der Gruppe? Die digitalen Themen, natürlich versuchen wir halt direkt auf unser Gästeklientel einzugehen. Ne, unser Gästeklientel sind halt junge Leute, die reisen. Wir haben sehr viele Schulgruppen gehabt, die hoffentlich nach der Krise dann auch wieder zu uns kommen. Wir haben sehr viele Backpacker bei uns. Wir haben sehr viele kleinere private Gruppen, ob es jetzt Fußballvereine sind, andere Sportvereine oder so, die zu uns kommen. Und da versuchen wir die natürlich mit auf die Reise zu nehmen mit den Digitalisierungen, die wir ein bisschen jetzt auch mehr vorantreiben wollen durch diese Krise, dann einfach mitzunehmen auf die Reise und ja, dann halt den Aufenthalt für unsere Gäste so gut wie möglich oder so schön es geht bei uns zu machen, zu gestalten, ja. Und der Fokus im Moment ist es hauptsächlich, ihr nutzt viele Tools gerade für eure Distribution und eure internen Prozesse oder habt ihr auch schon viele Tools in der Customer Journey für eure Gäste selber? Also wir haben einige Tools implementiert für die Customer Journey auf jeden Fall, ganz klar. Wir arbeiten da zum Beispiel auch mit Oki zusammen, ne, die natürlich uns da sehr unterstützen, um dann halt nochmal dem Kunden unsere Dienstleistungen noch ein bisschen näher zu bringen vor der Anreise, nach der Anreise. Wir haben aber natürlich auch interne Tools, die wir nutzen, um einfach da die Prozesse schneller zu gestalten. Und ich denke, das ist halt wichtig, dass man beides hat. Auf der einen Seite die Prozesse intern zu forcieren, um die schnell zu gestalten und auf der anderen Seite aber auch für den Gast ersichtlich da die Prozesse zu gestalten. Also wenn man zum Beispiel das Beispiel nimmt, wir arbeiten auch daran, einen Check-in dann mit dem Mobile Phone irgendwann online zu bringen, ne? Dass wir dann halt einfach da immer mit dem Markt mitgehen und es gibt ja wirklich sehr, sehr schöne Tools draußen im Markt, die natürlich kann man nicht alle nutzen auf einmal, sondern man muss halt immer testen, abwägen, ist es das richtige Tool für uns, für unsere Gästeklientel und das machen wir sehr gewissenhaft, ja. Und ihr seid ja auch eine schnell wachsende Kette. Ihr habt ja jetzt, wie gesagt, 29 Häuser und die Pläne sind sicherlich nach der Krise wieder weiter zu wachsen. Wie sieht das denn aus mit eurem Tech-Stack? Ist die Systemlandschaft standardisiert pro Haus in der ganzen Kette oder müsst ihr einfach wegen dem Wachstum auch ab und zu Häuser haben, die andere Systeme haben, wegen anderen Ländern? Wie sieht das aus? Genau, das ist ein sehr gutes Thema und zwar, wir hatten bis vor kurzem noch unterschiedliche PMS-Systeme für unsere Häuser. Dadurch, dass wir aber in Europa wirklich so stark expandieren und jedes Land seine eigenen Regularien hat, ja, die man ja auch natürlich einhalten muss, haben wir uns dann halt jetzt für ein einheitliches PMS-System entschieden und haben halt alle Häuser auf dieses einheitliche PMS-System umgestellt. Des Weiteren nutzen wir halt dann auch bei uns im Commerce-Bereich und auch in Operations nutzen wir wirklich einheitliche Systeme. Also es gibt kein Haus,
was andere Systeme benutzt als andere Häuser in Deutschland oder in Österreich. Ja, also wirklich alle Häuser benutzen alle Systeme, ob es ein Revenue-Management-System ist, ob es ein Forecast-System ist, ob es das PMS-System ist, ob es das zukünftige CRS-System sein wird. Channel Manager, alle benutzen die gleichen Systeme. Und wie ist das, das ist ja schon mal schön zu hören, dass das alles zentralisiert ist. Und wie ist es aufgebaut? Habt ihr eine zentrale Komponente eures Tech-Stacks? Wenn man die ganze Kette sich anschaut, ist es das CRM, PMS, CRS oder vielleicht ein Data Warehouse? Oder wie sieht das bei euch aus? Also wir haben als zentrale Komponente unser PMS-System. Das ist aktuell Zhot. Und von dem haben wir dann halt an dieses System schließen wir halt wirklich alle Daten oder alle anderen Tools an. Ja, wir haben nichtsdestotrotz haben wir auch ein Data Warehouse, wo wir halt aus dem PMS-System halt täglich nachts immer die Reports oder wir bekommen halt immer einen Snapshot sozusagen, einen XML-Snapshot, der dann ins Data Warehouse läuft. Da wird dann halt ein bisschen die Daten noch verarbeitet, bereinigt. Und dann wird aus diesem Data Warehouse dann zum Beispiel die Forecast-Software-Tools befüllt. Unser Reporting kommt von daher. Aber nichtsdestotrotz ist das PMS und bleibt es auch immer die Basis, wo wir dann halt auch das CRS anschließen, wo Channel Manager natürlich angeschlossen ist und alle anderen Tools dann halt auch, die dann halt auch für die Guest Journey, Oki und so, sind da auch angeschlossen. Mhm. Wie ist das? Ihr habt ja gerade alles auf ein einheitliches PMS, das gewechselt. Ist das die, wie ihr es am liebsten aufgesetzt haben wollt? Oder wer oder habt ihr es lieber irgendwie CRM-zentrisch oder wie würdest du es am liebsten haben? Also ich bin ganz froh, dass unser PMS halt wirklich die Basis ist, ne? Weil so hat man halt wirklich nur einen Punkt, um den man sich kümmern muss sozusagen und worum man halt sein ganzes Gebilde abbaut. Ich glaube, wenn man, das haben wir halt aus der Erfahrung heraus halt jetzt auch gemerkt, mit zu vielen unterschiedlichen PMS-Systemen, weil sie haben doch ein anderes Backend, ja, also sie haben eine andere Account-Struktur vielleicht, sie haben andere Marktsegmente auch. Und dies dann später im Reporting zu kombinieren, ist doch schon eine gewisse Schwierigkeit, die wir hinbekommen haben. Aber jetzt mit einem einheitlichen PMS-System haben wir viel mehr Möglichkeiten des Reportings, vielleicht um andere Tools zu testen. Man muss sich immer nur auf ein Anforderungsprofil, was eine Schnittstelle betrifft, fokussieren, etc. etc. Also das vereinfacht die Sache sehr schon, wenn man nur ein einheitliches Reservierungssystem hat. Absolut, das kann ich mir gut vorstellen, dass das alles, wenn es in anderen Datenstrukturen und andere KPIs hat etc., dann habe ich auch von vielen anderen gehört in den Interviews, dass das oft die Datenstruktur das große Problem ist. Seid ihr natürlich jetzt gerade mit Corona, kann man sagen, am Anfang gab es sehr viel digitalen Aktionismus, wo viele neue Tools implementiert haben, ganz schnell. Aber jetzt hat man eher das Gefühl, der Markt ist doch ein bisschen träger geworden, dadurch, dass einfach die Unsicherheit gerade da ist. Wie sieht das bei euch aus? Setzt ihr gerade neue technische Projekte auf oder sagt ihr, wir müssen ein bisschen abwarten, bis wir die Projekte wieder starten? Also ich bin ganz froh, natürlich hat man bei uns auch alle Projekte, die wir halt am Laufen haben, gereviewt, ja, ob sie noch sinnvoll sind zu der jetzigen Zeit oder ob sie halt verschoben werden müssen, gestoppt werden müssen erstmal. Aber nichtsdestotrotz setzen wir trotzdem einige Sachen um. Wir haben einen Omnichannel zum Beispiel installiert, ja, der uns dabei hilft, die internen Prozesse halt zu optimieren. Wir werden trotzdem unser eigenes Pricing-Tool dann halt auf den Markt bringen. Wir entwickeln trotzdem Softwaren, mit denen wir zusammenarbeiten, weiter. Wir versuchen uns da weiterhin eine Schnittstelle zu erweitern, um mehr Daten abzugreifen. Also es ist nicht so, dass wir jetzt in Starre verfallen und sagen, oh, wir können jetzt im Moment nichts machen. Ich glaube, es ist ein sehr guter Zeitpunkt, einige Sachen in Angriff zu nehmen. Ich bin aber auch der Meinung, dass man halt jetzt nicht auf einmal 10 neue Sachen implementieren sollte, sondern man muss halt wirklich immer testen, passt es zu unserem Unternehmen? Dann kann man es installieren, passt es nicht dazu, okay, suchen wir nach einer anderen Möglichkeit. Also jetzt einen großen Aufschrei machen und sagen, wir brauchen jetzt, ist wahrscheinlich ein falscher Aktionismus. Man muss halt immer wirklich gucken, dass es zu einem passt, zu dem Unternehmen passt, zu der Philosophie.
Und dann kann es auch nur erfolgreich werden. Und wie habt ihr den Prozess, wie setzt ihr den Prozess auf, wenn ihr nach neuen Systemen sucht? Ist es eher Pilothotel, wir testen, ob das wirklich funktioniert und wir scannen den Markt die ganze Zeit, oder sind das eher lange Ausschreibungen, viele verschiedene Stakeholder, die im Prozess dabei sind und eher ein langwieriger, aber sehr ausführlicher Prozess? Also dadurch, dass wir alle relativ gut verknüpft sind miteinander, weiß man natürlich auch, okay, was kommt denn jetzt gerade Neues auf den Markt? Ist es ein neues AMS-System? Ist es ein neuer Channel-Manager? Wie auch immer. Und wir versuchen uns dann halt das erst einmal anzuschauen in einer gewissen Gruppe, die wir halt haben bei uns intern natürlich. Und dann entscheiden wir, okay, starten wir jetzt einen Pilotprozess, gucken, wie es dann halt wirklich funktioniert. Wenn halt ein System live geschaltet ist, wenn es Live-Daten bekommt. Und danach wird dann halt entschieden, natürlich mit den Pros, Cons, den Kosten auch natürlich, ob es sich denn auch lohnt, für unsere Kette diesen Prozess dann für oder dieses Tool für alle Hotels dann umzustellen, neu anzuschließen. Mhm. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir eine große Ausschreibung machen bezüglich einer Sache, die wir halt benötigen. Mhm. Habt ihr da bestimmte Voraussetzungen, die ihr habt, sagen wir mal, ihr arbeitet nicht mit kleineren Startups, weil ihr euch da nicht sicher seid, ob die über Jahre noch aktiv sein werden, oder ihr kauft nur Cloud oder Cloud oder Legacy, ist euch egal. Gibt es da bestimmte Voraussetzungen, die ihr habt? Wir haben da keine Voraussetzungen. Also für uns kann es auch ein Startup sein. Für uns ist entscheidend, dass das Produkt, was die Company hat, dass dieses Produkt uns weiterhilft. Ja, ob es jetzt die Prozesse vereinfacht, ob es uns in der Automatisierung vorantreibt, in der Digitalisierung, das ist für uns der Kernfaktor und nicht, ob es halt ein neues Unternehmen ist, ein eingesessenes Unternehmen ist. Wie gesagt, es gibt halt auch immer mehr jetzt neue kleine Startups. Ich habe vor kurzem eins kennengelernt, die bringen halt ein neues AMS-System raus mit einem Algorithmus, den man sich so ein bisschen selber kreieren kann, was halt ein sehr spannendes Thema ist, ne? Und sowas finde ich halt immer gut, wenn immer neue Ideen auf den Markt kommen, die man sich halt anschauen kann. Das ist ein super Übergang zu meiner nächsten Frage. Ihr entwickelt ja auch ein bisschen was in-house, und ihr kauft nicht nur alles von bestimmten Anbietern. Kannst du ein bisschen uns was dazu sagen, was ihr für Tools in-house entwickelt und warum ihr das gemacht habt, warum ihr euch dafür entschieden habt? Genau, also wir haben zum Beispiel ein eigenes Pricing-Tool entwickelt in-house, was wir halt nutzen. Es ist jetzt nicht, dass wir sagen, okay, wir können mit keinem der großen Big Player halt zusammenarbeiten, sondern es ist halt einfach, dass wir in diesem Pricing-Tool, was wir selber programmiert haben und jetzt auch in eine Software bringen, dass wir unsere eigene Price-Philosophie in diesem Tool haben. Also wir haben unseren eigenen Algorithmus, den wir auch erweitern können mit Parametern, die unserer Preisphilosophie entsprechen bei Meininger. Und ich denke, das war der groß ausschlaggebende Punkt, dass wir gesagt haben, wir können uns mit keinem Tool aktuell, ja, ich will auch nichts ausschließen, dass es halt nie dazu kommt, dass wir mit jemandem zusammenarbeiten in der Hinsicht, sondern zum aktuellen Zeitpunkt gibt es halt kein Tool, was unserer Preisphilosophie entspricht. Und als ich am Anfang gesagt habe, dass wir ein Hybridprodukt sind, also Zimmer und Betten verkaufen, das ist halt auch noch eine Schwierigkeit für die AMS-Systeme aktuell, dies doch dann so umzusetzen, dass es unserer Pricing-Philosophie entspricht. Kannst du uns noch ein paar Einblicke vielleicht geben in den Prozess? Ihr habt erstmal viele AMS-Systeme angeschaut, aber wie habt ihr euch dann entschieden, okay, das sollen wir doch selber machen? Und wie war dann der Prozess, als ihr dann entschieden habt, wir machen das selber? Genau, also wir haben halt wirklich uns sehr viele AMS-Systeme angeschaut, haben dann aufgeschrieben, was die eigenen Vorteile und Nachteile sind, natürlich auch die Kosten dazu. Dann haben wir das halt besprochen in einer, sagen wir mal, kleineren Runde und natürlich mit der Geschäftsführung zusammen und haben dann entschieden, dann okay, wir können ja unser eigenes System entwerfen. Wir haben dann zusammen mit unserem Revenue-Team, mit dem gesamten Team saßen wir dann halt zusammen, haben dann besprochen, okay, was wäre euch denn wichtig an Parametern, die in diesem Algorithmus enthalten sein sollten. Das haben wir halt alles aufgenommen
Und danach habe ich das dann halt alles zusammengefasst, entwickelt, programmiert erst in Excel und jetzt bringen wir es in eine Software. Und wir arbeiten dann halt jetzt auch noch daran, diese Software, weil es hat aktuell ein, wir nennen es so schön, ein Programmierdesign, dann halt jetzt dann noch dementsprechend dann auch anzupassen, dass es ein sehr schönes Look and Feel hat und wirklich dann auch ein Vorteil ist gegenüber externen Anbietern. Und wenn man jetzt gerade nochmal die jetzige Situation anschaut, man hört von vielen Anbietern, von vielen Hotels, das Revenue Management System ist im Moment nicht so hilfreich, weil es sich halt sehr viel auf historische Daten basiert, bei vielen Systemen, bei vielen Anbietern. Wie seht ihr das im Moment? Ist euer Tool trotzdem, euer RMS im Moment in der Krise trotzdem hilfreich oder ist es auch das nicht wirklich hilfreich und ihr habt es eher gerade ausgestellt? Das ist zum Beispiel ein sehr großer Vorteil von unserem AMS-System. Wir betrachten halt nicht nur eine Sichtweise, also wir betrachten nicht nur die Historie oder Forward-Looking Data oder wir haben auch nicht nur interne Daten oder nur externe Daten, sondern wir betrachten halt wirklich alles. Also wir arbeiten mit internen Daten, wie ist die aktuelle Buchungssituation. Wir betrachten aber auch externe Daten, unsere Competitors, Events, die ja leider im Moment nicht stattfinden. Wir könnten auch noch Airport Arrivals mit hinzufügen, etc. etc. Also wir basteln uns, wir haben unseren eigenen Algorithmus gebastelt und wir können teilweise diese Parameter auch noch unterschiedlich gewichten. Ja, also wir könnten zum Beispiel einen Parameter komplett da herausnehmen, so dass wir dann zur aktuellen Zeit trotzdem unser AMS-System zu 100% nutzen können. Okay, das heißt, ja, ist komplett modular eigentlich für euch. Ihr habt die Datenquellen, die bei euch reinkommen von anderen Systemen und dann könnt ihr selber sagen, okay, im Moment ist der Hauptaspekt, der das beeinflusst, sind Airport Arrivals. Dann setzen wir das hoch und vielleicht auch noch kleinere Events. Und die werden dann den größten Einfluss haben, einfach weil das im Moment der Markt ist. Genau, ja, genau. Sehr interessant. Nee, das also ist natürlich. Wir schauen da wirklich, dass wir, also das war halt zum Beispiel auch einer unserer Key Factors, als wir das gebaut haben, dass wir halt schauen, dass es so flexibel wie möglich bleibt, dieses Tool. Auch einfach, weil wir natürlich, wir haben 6 Häuser in Berlin, aber diese 6 Häuser sind auch unterschiedlich. Ja, also wir haben 1 am neuen Flughafen, wir haben aber auch 5 in der City. Und schon da brauchst du unterschiedliche Möglichkeiten im Setup. Dann gibt's halt Häuser wie in Mailand oder so, die einen viel kürzeren Booking-Window haben als Häuser vielleicht in Berlin oder so, ja, auch die brauchen ein anderes Setup. Und so war halt, mussten wir ein flexibles Setup schaffen, dass wir halt für alle 29 Hotels auch dieses Tool zu 100% wirklich richtig nutzen können. Und das wird auch bei jedem Parameter, den wir da halt mit anschließen, wird halt nachgeschaut, passt dieser Parameter für alle 29 Hotels oder können wir ihn so flexibel machen, dass wir sagen können, okay, man schaltet diesen Parameter für dieses Hotel in Wien zum Beispiel aus. Ja, nee, das ist ein absolutes, einer Gründe, warum ihr als eine der Best Practices vorgestellt werden, weil es gerade in diesen Zeiten sieht man, dass die Technologie einem Flexibilität bieten soll und das ab und zu auch das selbst entwickeln, wenn es nicht auf dem Markt gibt, die absolut richtige Entscheidung ist. Ich glaube, sicherlich intern müsst ihr euch da riesig drüber freuen, dass ihr euch nicht letztes Jahr für ein anderes System entschieden habt, sondern entschieden habt, diesen Weg selber zu gehen. Genau. Ja, also wir sind auch sehr froh, dass wir diesen Weg gemacht haben. Natürlich ist es manchmal ein bisschen, sagen wir mal, ein anderer Stress, als man den hat, wenn man mit einem extern zusammenarbeitet, weil natürlich braucht man jetzt viel mehr interne Ressourcen halt, ne, weil man bezieht sich ja nur auf interne Daten. Wenn man halt mit einem extern zusammenarbeitet, kann man sagen, wir hätten es halt gerne so, macht es bitte so. Oder hier ist die Datenquelle, schaut wie ihr, weißt du, das ist halt jetzt natürlich, man hat viel mehr mit internen Ressourcen, aber diese Entwicklung, die wir jetzt gemacht haben und ich glaube, es hat jeden, der bei uns im Team damit involviert war, hat es einen immensen Schub auch persönlich gegeben, weil ich es glaube, dass es halt nicht alltäglich ist, dass eine Hotelkette ihr eigenes Pricing-Tool entwickelt und ich möchte auch noch hier nochmal dazu sagen, dass ich sehr, sehr dankbar bin, dass ich dieses Projekt begleiten durfte und mir diese Chance gegeben wurde, dies auch zu machen.
Und ich glaube, ich werde nie mehr im Leben wieder so ein großes Projekt haben wie dieses. Aber das ist dann immer schön, wenn man das dann zurückschaut und sagt, okay, das Ja. Projekt war groß, aber erfolgreich. Ja. Wäre super. Genau, dann, also ja, können wir aktuell noch so sagen, ja. Ja, muss man natürlich auch sehen. Ich meine, so wie auch bei jeder Software kann man nicht sagen, okay, das wird vielleicht so sein in den nächsten 5 Jahren, sondern das muss sich ja dann auch über die nächsten 1, 2, 3, 4 Jahre immer weiterentwickeln. Das ist natürlich ein echtes Commitment, was Meininger da gemacht hat und gesagt hat, hey, wir wollen das intern entwickeln und dann auch aufrechterhalten, weil die Motivation, das immer weiter anzupassen und mit den neuen Trends zu gehen, muss ja dann nicht nur Motivation, auch Budgets müssen ja dann auch immer dann zur Verfügung stehen. Aber genau, ja. Danke vielmals für die wirklich sehr, sehr interessanten Einblicke in die Meininger-Gruppe und wie ihr die Themen der Customer Journey, Digitalisierung anschaut, aber auch insbesondere, wie ihr euer Revenue Pricing Tool selber entwickelt habt. Ich würde noch als letzte kurze Frage, bevor ich dich entlasse heute, ist nochmal kurz zu Themen, zu euren Verträgen und für eure Systeme, die ihr habt. Du hast schon gesagt, ihr habt einheitliche Systeme in der ganzen Kette. Habt ihr dort auch vertragliche Mindestkriterien für alle Systeme, das heißt Laufzeiten, bestimmte Zahlungsmodalitäten, und sind das einheitliche Verträge für die ganze Kette oder sind das einzelne Verträge in den einzelnen Häusern? Also wir haben dadurch, dass die Häuser eine eigene GmbH sind, haben wir halt pro Haushalt einen Vertrag. Natürlich haben wir aber auch dann für die Kette Rahmenverträge dann, ja, nur dass halt jedes Haus einzeln aufgelistet ist, so dass wir doch dann da schon sehr standardisiert sind, was die Zahlungsmodalitäten sind. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich gewisse Vertragslaufzeiten, die wir halt auch einhalten müssen. Also wir haben halt keine oder sehr wenige Verträge, wo wir monatlich zum Beispiel kündigen könnten. Ja, also es gibt dann schon mal eine Laufzeit von 12 Monaten oder so. Das hängt halt davon ab, wie man das halt immer aushandelt. Aber im Großen und Ganzen haben wir Rahmenverträge, was es dann uns auch ein bisschen einfacher macht, wenn halt wirklich eine Neueröffnung ist, dann doch dieselben Konditionen dann zu bekommen wie die 29 anderen Häuser. Also da ist es auch ein bisschen abhängig vom Markt halt, ob es Italien, Spanien, Russland oder was auch immer ist. Aber im Großen und Ganzen sind wir doch da schon sehr gut aufgestellt, dass wir da die Rahmenverträge haben als Gruppe. Und gibt es eine Maximallaufzeit, die ihr sagt, wir unterschreiben keine Verträge länger als 24 Monate? Oder ist das auch immer so ein bisschen Case by Case? Ich glaube, dass ich halt auch hier in naher Zukunft einiges tun wird auf dem Markt, dass es halt diese langfristigen Verträge nicht mehr geben wird. Ich glaube, auch dies wird halt zu einem flexiblen Modell übergehen, Stück für Stück. Natürlich kann man bei einem PMS nicht sagen, okay, das kündigen wir monatlich oder so, ja, wenn es halt deine Basis ist. Aber ich glaube, kleinere Sachen, da müssen halt dann auch einfach die Companies dann halt mitziehen. Und da halt auch ein bisschen flexibler werden, weil halt einfach gerade zur jetzigen Zeit ist es wirklich sehr schwer zu entscheiden, okay, wir investieren halt jetzt nochmal Geld in dieses Tool. Ja, weil dieses Geld ist einfach nicht da. Wenn halt jetzt aber jemand da ist und sagt, ey, wir haben Lust darauf, mit euch zusammenzuarbeiten und lasst es uns doch halt für die nächsten 6 Monate, solange wie diese Zeit noch ist, für umsonst machen und danach machen wir dann halt, setzen wir diesen Vertrag auf oder dann gelten diese Richtlinien, dann ist es, glaube ich, immer noch was anderes, als von vornherein zu sagen, okay, ihr habt jetzt 36 Monate Laufzeit, 6 Monate Kündigungsfrist, was auch immer. Ich glaube, sowas wird es in Zukunft nicht mehr geben. Mhm. Super. Vielen Dank, Sebastian. Bei uns wird es halt auch immer mehr zur Flexibilität werden. Klar gibt es halt Verträge, die ein bisschen längere Laufzeit haben, aber ja. Aber immer weniger. Genau. Ja, da sieht man ja auch den Trend der Zeit. Und wie du sagst, man braucht die Flexibilität. Man kann weniger und weniger vorausschauen, was in 2, 3 Jahren ist, wie der Markt sich entwickelt, aber auch wie die Systeme selber sind. Was sind die neuen technologischen Trends? Was heute in ist, kann in 2 Jahren ja auch nicht mehr so ganz up-to-date sein. Aber vielen Dank, Sebastian, für deine Einblicke. Und es freut mich sehr, euch die Meininger-Gruppe im Hotel Technologie Report vorstellen zu können als eines unserer Best Practice Cases. Ja.
Vielen lieben Dank, Florian. Wir freuen uns auch sehr, dabei zu sein.